Ja, ich will euch heute ein bisschen was zu dem Workflow mit dem Altimaker erzählen und beginne dann mit dem Schritt 1, dem Erstellen von einem 3D-Objekt mit OpenSCAD. Was ist denn ein Altimaker? Ein 3D-Drucker, aber das erzähle ich später. Vorher erzählt euch Tabasco, wie es dazu kam, dass wir jetzt diesen Drucker hier haben. Ja, ich habe das gerade nochmal nachrecherchiert in meinem E-Mail-Archiv. Also es begab sich zu einer Zeit, als wir bereits den Phaser da hatten, also unseren kleinen Lasercutter, der uns schon viel Freude bereitet hat, dass wir beschlossen haben, eigentlich fehlt uns zu der FabLab Onage ja eigentlich auf jeden Fall noch ein 3D-Druck. Und da gab es dann so Überlegungen, welches Modell, wie viel kostet das, wie geht das mit dem Shipping und dem Zoll und so. Und wir können ja nicht immer so viel Glück haben wie bei dem Phaser mit Versand und Zoll. Und deswegen gab es dann Überlegungen, ein Modell zu besorgen, was vielleicht in Europa gefertigt wird. Also eben nicht den Makerboard. Im Moment ist relativ heiß der RepRap Mendel Prusa. Aber auch bei dem ist es so, dass man sich einen Bausatz zusammenbasteln muss und dann gibt es da allerlei Problemchen, bis der mal tatsächlich was druckt. Und dann hat, glaube ich, als erstes Tiefpunkt mich irgendwann mal auf den Altimaker gestoßen. Ein Produkt aus den Niederlanden. Fanden wir alle ganz interessant und so, haben das aber dann auch wieder so ein bisschen vergessen. Dann waren wir auf dieser lustigen Veranstaltung in Heidelberg, der Troopers. Und dort hat ein Mitarbeiter von der Firma, die Troopers macht, halt seinen Altimaker dabei gehabt. Und da war dann eigentlich beschlossene Sache, den müssen wir haben. Was wir dann getan haben, war so im freundschaftlichen Hacker-Bekanntenkreis zu fragen, wie wir dann da an die Finanzierung rangehen können. Und dann gibt es ja da diesen deutschlandweiten Computerverein, Chaos Computer Club, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und die hatten immer die Ansage, dass Projektanträge gestellt werden sollen. Haben wir uns gedacht, gut, machen wir das mal. Also haben wir einen Projektantrag für diesen 3D-Drucker an den CCC e.V. Gestellt. Wurde da dann ein bisschen intern diskutiert und wir sind dann nach Basel gefahren zum Easter Hack im April und dort auf dem Rego-Treffen wurde es auch nochmal besprochen und kam halt zu dem Konsens, dass der CCC das ungern tun möchte, weil mit Mitgliedsbeiträgen aus dem CCC Hackerspaces zu fördern, die so gesehen nicht zum CCC gehören, wurde da, sagen wir mal, heiß diskutiert. Die Diskussion wurde aber dadurch unterbrochen, dass dann irgendwann die Bau-Holland-Stiftung reinkam und meinte, wir haben Geld, ihr seid ein Hackerspace, das ist klar Teil unserer irgendwie unserer Stiftungsidee, dass wir kreative Projekte und Hackerspaces und sowas fördern. Also macht das doch einfach über uns. Und dann haben wir Mitte April oder so eben den Antrag an die Bau-Holland-Stiftung gestellt, dass sie uns eben diesen 3D-Drucker finanzieren. Das ging dann so ein bisschen hin und her, wie das so ist. So Anträge gehen mal verschütt und es dauert. Und ja, letzten Endes hatten wir dann letzten Samstag, also zurückrechnen, ja, irgendwann. Am 14.07.2012, wenn ich richtig gerechnet habe, den Altimaker geliefert bekommen. Also vorher geliefert, aber das ist ja geil. Ja, und seitdem macht dieses, also vielleicht hört man es auf dem Stream, ich weiß es nicht, aber dieses quietschende Geräusch im Hintergrund ist unser kleines Baby, was seit Samstag, glaube ich, seit durchgängig. Das ist Musik. Es ist Musik, ja. Gestern war schon sehr. Gestern Nacht war sehr psychedelisch, echt. Ja. Ja, aber wie das jetzt alles geht und was man damit Tolles machen kann, das erzählt euch JD! Hallo! Dann legen wir direkt los. Der Altimaker, man sieht ihn hier auf dem Bild. Ich hätte noch gern vielleicht. Ach, egal. Man sieht ihn hier auf dem Bild. Der hat ein paar tolle Features. Zum einen wäre die riesengroße Bildfläche von 210 x 210 x 220 mm, also 220 mm auf der Z-Achse, was schon echt groß ist, also man kriegt da schon so ordentlich was raus. Und eine Schichtdicke von 0,1 mm. Das heißt, die Objekte sind auch relativ hochauflösend in der Z-Richtung. Er ist verdammt schnell. Das
liegt an so ein paar ganz interessante Details, die ich, glaube ich, an dem Drucker zum ersten Mal gesehen habe. Das ist ein externer Feeder, der also den Schrittmotor an dem Extruder nicht direkt dran hat, sondern er ist weiter hinter und somit muss der Extruder das nicht mit beschleunigen. Ach, die Antriebsachse sind ziemlich toll. Schaut euch das am besten mal auf der Homepage oder beim YouTube-Video an. Und ich will euch heute erzählen, wie man jetzt von dem Modell zu einem Objekt kommt. Also zum einen kann man sich natürlich auf Thingiverse ein Objekt downloaden. Die haben eine riesen Datenbank mit allem möglichen Kram an Tools, Gadgets, was man so braucht. Unter anderem auch Teile, um den Ultimaker noch zu verbessern oder selber einen 3D-Drucker auf dem Ultimaker auszudrucken. Außer die Motoren und die Achsen natürlich. Ja, genau. Und der erste Schritt ist, wenn wir das Objekt runterladen oder erstellt haben, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir bereiten den Druck vor. Das heißt, wir passen die Größe, also wir können es noch skalieren, das Objekt, die Geschwindigkeiten, die Beschleunigungsrampen und so weiter kann man alles einstellen. Wie viel Material raus extrudiert wird, wie heiß die Düse ist für verschiedene Materialien. Die Kühlung, also ist noch ein Lüfter dran, den kann man verschiedene Stufen steuern für die Kühlung, das ist schneller runterkühltes Material. Das macht man dann soweit fertig, es gibt dann Templates, könnt ihr in unserem Wiki nachlesen. Danach wird das Objekt mit dem Slicer in kleine Schichten geschnitten, also wenn das jetzt zum Beispiel das Objekt wäre, dann würde der Slicer jetzt hingehen und würde draußen ein zweidimensionales Schichtmodell erstellen, indem er wie bei so einem Computertomograph das in so Schichten aufschneidet und die werden dann nach und nach gedruckt. Und danach geht es dann auch schon los. Das File, das dort rauskommt, das nennt sich also G-Code. G-Code ist das Format. Das kommt dann auf eine SD-Karte, wird dort reingesteckt und ausgedruckt. Okay. Dann, heute erzähle ich euch dann speziell was dazu, wie erstellt man so ein Objekt eigentlich. Es gibt dort verschiedene Tools, man könnte es mit Google SketchUp machen, mit Blender, mit beliebigen 3D-Programmen, also Modellierprogramme oder CAD-Programme. Aber eigentlich möchte man das mit OpenSCAD machen. Das ist ein Open-Source-Programm, läuft auf allen gängigen Plattformen. Also gängig heißt Linux, Windows und OS X. Und das Programm sieht so aus. Es unterteilt klar in drei Fenster. Zum ersten hier der Editor, der genau null Features hat. Also er kann gar nichts, außer Text darstellen. Das ist aber nicht so das Problem, weil man kann auch die Engine, die dort runterläuft, dann in der Kommandozeile aufrufen und kann sich dann halt für seinen Lieblings-, also kann dann diese Skripte mit seinem Lieblingseditor schreiben. Das ist auch gleich der erste Unterschied zum Beispiel Google SketchUp. Hier schreibt man ein kleines Skript und das wird kompiliert und am Ende spuckt er dann die 3D-Datei aus. Das zweite, was man hier sieht, das ist das Preview-Fenster. Man kann mit F5 so ein Preview kompilieren. Das ist auf Mac im Moment noch ein bisschen problematisch, weil er es irgendwie nicht richtig hinkriegt, die Flächen zu verschneiden. Aber unter Windows habe ich es schon gesehen, dort funktioniert es ziemlich gut. Wenn man es aber mit der Taste F6 kompiliert, was natürlich etwas länger dauert, dann kriegt man auf dem Mac hier ein gutes Preview-Ergebnis. Und das nächste, was man sieht, ist dann hier so ein kleines Log-Window. Da kann man halt zum Debuggen irgendwelche Befehle mit eintragen. Man kann auch Animationen damit machen und so weiter. Und dann kann man das ein bisschen besser debuggen. Dafür ist das Fenster gut. Also die Konsolenausgabe von dem Programm eigentlich. Gut, warum möchte man OpenSCAD verwenden? Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Es ist solide, also es funktioniert und zwar auf allen Plattformen. Ja, so solide halt. Es ist das LaTeX unter den 3D-CADs, also wer mit LaTeX schon was gemacht hat, der kennt dann gleich die Vorzüge. Das hat seinen Text zu schreiben und der wird dann gesetzt und dort schreibt man halt sein Skript und es wird in ein 3D-Modell umgewandelt. Man kann die Objekte, die man erstellt, einfach verteilen per E-Mail oder was auch immer. Es ist einfach nur Text. Man hat Variablen, das heißt, man kann sich Libraries schreiben. Oh, Moment.
Man kann sich Libraries schreiben, was auch ziemlich intensiv genutzt wird. Man kann auf Thingiverse einiges finden, erzähle ich gleich im nächsten Punkt was. Und das finde ich ganz wichtig, du findest den Fehler, weil man weiß genau, wo man welches Objekt erstellt und welches Objekt damit verschnitten hat. Man kennt es in seinem Code und findet dann auch den Fehler. Bei SketchUp zum Beispiel hat man öfter das Problem, wenn man was Komplexeres macht, dass man halt hier ein bisschen klicken, vielleicht hier klicken, im Forum gucken, warum tut er jetzt nicht das, was ich eigentlich erwarte, dass er tut. OpenSCAD tut immer das, was man erwartet, was man tut, was man erwartet. Jetzt nochmal die Lips, also es gibt auf Thingiverse vieles wie Verbinder, Bajonettverschlüsse, Text, also dass man seine Objekte noch mit Text versehen kann und so weiter und so fort. Dann wisst ihr, schaut euch das einfach selber mal an, indem ihr auf Thingiverse einfach mal nach OpenSCAD oder SCAD sucht. Okay, kommen wir zu einer kleinen Live-Demo, weil dann, ich denke, dann sieht man es irgendwie am besten. Also typische Situation, sieht man es ja. Man sitzt irgendwie zu Hause, will Mensch ärger dich nicht spielen, macht die Schachtel auf und irgendjemand hat die Figuren verschlampt. Also braucht man schnell einen eigenen Satz Figuren. Dann beginnen wir, indem wir unsere Methode deklarieren. Die heißen hier Module und schreiben jetzt unsere Spielfigur. Hier könnten wir jetzt noch Parameter benutzen. Also wenn wir jetzt eine Zahl reinschreiben, ist es einfach eine Zahl. Wir können aber auch Strings reinschreiben, indem wir es mit Anführungsstriche schreiben. Sieht ein bisschen aus wie C. Und hier rufen wir sie noch auf und machen mal einen Zylinder mit einem Radius von 10 und einer Höhe von, sagen wir mal, 30. Und schon haben wir hier eine Spielfigur. Sieht zwar jetzt noch nicht so doll aus, können wir noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel braucht sie noch irgendwie, also zum Beispiel kann man bei dem Zylinder nicht nur einen Radius mitgeben, sondern man kann auch noch einen zweiten Radius mitgeben und sagt, der ist jetzt 4. Jetzt sieht das schon ein bisschen mehr aus wie so eine Mensch ärger dich nicht Figur. Es fehlt aber noch was zum Anfassen. Da machen wir unsere Kugel drüber mit einem Radius von, sagen wir mal, 6 und kompilieren das jetzt und dann sehen wir, tja, wo ist die Kugel? Sie ist hier. Nämlich alle Befehle, wenn sie mit Semikolon abgeschlossen werden, werden sie hier auf die Nullachse, also auf die Nulllinie gerendert. X, Y, Z, 0. Das ist eine Besonderheit, bei Zylindern, Kugeln und so weiter ist es immer der Mittelpunkt 0. Bei einem Würfel zum Beispiel ist es die linke untere Ecke. Das heißt, wenn wir, das zeige ich vielleicht später. So, sieht aber immer noch nicht so aus. Also die Kugel muss nach oben, außerdem müsste noch ein bisschen größer sein. Machen wir es mal mit einem Radius von 8. Und um so hochzuschieben, gibt es dann den Befehl translate. Hier geben wir ein Array an. Und bei allen Arrays ist es der erste Wert ist x, y und z. Also Koordinaten, also alle Koordinaten werden in dem Array angegeben mit x, y und z. Das heißt, x wollen wir 0, y wollen wir 0, soll in der Mitte bleiben und z setzen wir es auf die Höhe wie der Zylinder. Ich setze hier kein Semikolon, das heißt, das wird jetzt hier auf diese Kugel angewendet. Das dauert einen Moment. Zack. Okay, jetzt haben wir schon sowas Ähnliches wie Mensch ärgere dich nicht Figur. Aber wir haben jetzt hier zweimal die Höhe benutzt, das ist irgendwie nicht schön. Also deklarieren wir uns eine Variable. Höhe, machen den 30. Und schreiben das hier und hier rein, kompilieren das und siehe da, sieht genau gleich aus, so wollten wir es haben. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir verbrauchen relativ viel Material, wenn wir das jetzt so drucken würden. Außerdem sieht eine Mensch-ärger-dich-nicht-Figur nicht so aus. Der Spieler wird es bemerkt haben, die ist nämlich innen hohl. Das kommen wir zur nächsten Funktion, die heißt dann Difference. Und die tut nichts anderes als zwei
Befehle oder zwei Objekte miteinander verschneiden. In unserem Fall, ich mache es einfach mal, in unserem Fall sind es jetzt zwei Objekte. Wir haben den Zylinder, wir haben die Kugel. Wenn ich das jetzt kompiliere, kann sich jemand denken, was passiert? Niemand? Okay, dann probiere ich es. Ja, genau, das wäre besser. Wir haben jetzt einen Zylinder mit, mit so einem Kugelteil drin. Wie nennt man das richtig? So. Mulde. So eine Mulde, genau. Das wollten wir ja natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt unser erstes Objekt, müssen OpenSCAD jetzt sagen, dass das ein Objekt ist. Das machen wir mit Union. Haben wir hier unser erstes Objekt. Und hier machen wir unser zweites. Das könnt ihr euch direkt merken, weil die Struktur wird euch begleiten. Alles, was wir hier oben reinschreiben, sieht man die Cursor? Ja. Alles, was wir hier oben reinschreiben, wird dem Objekt hinzugefügt. Alles, was wir hier reinschreiben, wird von dem Objekt subtrahiert. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und nehmen uns dieses Teil, kopieren es und setzen es hier rein und subtrahieren jetzt von den zwei Radien von dem Zylinder 1 für die Wanddicke von 1 mm und die Kugel machen wir auch 1 mm dick, wir rendern das. Das dauert jetzt ein bisschen länger, mit Kugeln hat er irgendwie so ein bisschen Probleme, vor allem im Akkubetrieb. Und schon ist unser Objekt hohl. Wir können auch hier mal reinzoomen, also auch die Kugel eben drin ist hohl. Das freut mich, dass es euch gefällt. Okay, jetzt hätten wir das erste Teil schon fertig. Dann nehmen wir unsere Höhe hier. Packen die hier, also es bietet sich ja an, die jetzt hier direkt als Parameter mit zu übergeben. Das hier unten hauen wir mal weg und speichern das mal ab. Dann haben wir schon der erste Teil von unserer Library fertig. Das macht uns, Mensch, ärgere dich nicht, Figuren. So, genau. Dann öffne ich ein neues Fenster. Das zeigt jetzt auf denselben Pfad wie das, was ich vorhin abgespeichert habe. Und inkludiere mir meine eben erstellte Library. Ihr Besonderheit, Includes werden mit Semikolon abgeschlossen. Also wenn ihr von C kommt. Und hier können wir jetzt wieder unsere Spielfigur aufrufen, kompilieren, kurz warten. Du musst das die Höhe übernehmen. Oh ja, das wäre eine gute Idee. Er nimmt schon die Höhe 1, glaube ich. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja. Das heißt, wir schreiben hier noch unsere Höhe dazu und haben unsere Spielfigur. Auch wiederholen, alles wunderbar, genau wie vorhin. Jetzt ist es ja, mit einer Spielfigur können wir nicht viel anfangen. Wir haben ja alle verschlammt, zumindest ein komplettes Satz, den wir mit einer Farbe drucken können. Also brauchen wir 4 Spielfiguren. Machen wir uns wieder eine Funktion. Nennen die mal Spielset. Und rufen hier dann auch Spielset auf. Spielset. Höhe lassen wir hier weg. Und wir brauchen 4 Spielfiguren. Der Programmierer denkt dann sofort an was? An eine Vorschleife, genau. Die wird so, hier machen wir unser I und hier machen wir, wir hätten es gern von 0 bis 3, also 4 Durchläufe. Wenn ihr Fragen dazwischen habt, dann stellt die ruhig. Ne? Habt ihr welche? Später. Alles klar. und das I können wir jetzt natürlich zum Zählen benutzen, also sagen wir, wir machen einen Translate
und verschieben auf der, sagen wir mal, X- oder Y-Achse. Also wir verschieben es auf der X-Achse, also tragen was an welcher Stelle in dem Array ein. Erste, genau. Wir machen i halt i mal, sagen wir mal, 50. 0,0. Und schreiben hier unten drunter dann unsere Spielfigur. Mit unserer Höhe. Und rendern das. Das dauert jetzt eine ganze Weile, weil der Compiler ist nicht ganz so schlau. Er rendert jetzt viermal die Spielfigur. Ja. Jetzt wäre Zeit, Fragen zu beantworten. Kannst du statt dem Translate direkt Objekte aufeinander beziehen? Also hättest du bei der Sphäre auch sagen können, über Zylinder, statt fest mit Translate zu arbeiten? Ich glaube nicht, aber ich will den Mund auch nicht zu voll nehmen. Es kann sein, dass es möglich ist. Ich habe die Funktion noch nicht gefunden. Ah, okay, das sieht fast schon gut aus. Und hier haben wir jetzt vier Spielfiguren zum Ausdrucken. Wunderbar. So, dann kann man natürlich auch noch irgendwelche andere Spielereien machen. Wir könnten zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Anhieb schaffe. Wir rotieren das zum Beispiel. Es gibt ja Befehl Rotate. Und jetzt kommt der gute alte Dreisatz ins Spiel. Also zuerst der Winkel, ja? Zwischenfrage. Hat man irgendeinen Vorteil davon, wenn du vier Spielfiguren in ein Pfeil machst oder wenn du viermal dasselbe Pfeil ausdrückst? Ja, wir haben eine relativ große Druckfläche und können so praktisch in einem Ausdruck alle vier drucken. Das ist mit der aktuellen Software nicht möglich. Oder wir haben die Funktion noch nicht gefunden, um die Objekte schon am Drucker dann zu duplizieren. Aber das heißt, wird das irgendwie schneller auf die Gesamtzeit gesehen oder verbraucht man weniger Material oder alles beides? Es wird schneller, weil du musst jedes Mal den Drucker wieder neu einrichten, die Bildplattform wieder bekleben eventuell. Also das wird schneller gehen. Ich denke, es wird schneller gehen. Also wenn du es in einem Quadrat anordnest, wird es noch viel schneller gehen. Stimmt, weil dann die Wege kürzer sind. Ja, mach das doch mal. Der Witz ist auch, dass mach ich gleich. Wenn man mehrere Sachen auf einmal druckt, dann ist das, was man, wenn man dann mit der nächsten Schicht anfängt, ist das alte schon kälter. Dann kann man mit mehr Vorschub drucken. Okay. Also kommen wir nochmal zum Rotate zurück. Der erste Parameter, den Rotate erwartet, ist der Winkel. Da kommt der gute alte Dreisatz. Ein Kreis hat 360 Grad. Also machen wir unser i mal 360, teilen das durch die Anzahl und packen hier hinten dann noch ein Array dazu. Auf welcher Achse? Wir wollen es auf der X-Achse haben. Und hier unten das Translate verschieben wir auch auf der X-Achse um 10. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe... Du wolltest auf der Z-Achse drehen. Ich wollte natürlich auf der Z-Achse. Rotate, nicht Translate. Ja, du willst Rotate auf der Z-Achse. Nein, ich will Translate auf der Z-Achse. Genau. Macht viel mehr Sinn mit Support-Strukturen so. Moment, was passiert, wenn ich das jetzt so mache? Ich glaube, dann ordne das in unserem... verdammt. Das letzte. Oben das letzte eins. Ja. Unten das erste auf 10. Und Translate auf und jetzt. Mehr. Ja, auf nee. Verdammt, wir wollen so X-Achse um 20 verschieben, jetzt aber. Und dann haben wir es auf den Quadrat gedruckt. Okay, das war jetzt so viel zu dem... Oh, danke. Also, das wäre jetzt eigentlich schon so weit durch. Aber ich kann euch natürlich, wenn ihr wollt, noch mehr zeigen. Okay, also OpenSCAD hat noch ein ziemlich cooles 2D... Bau ein Pony! System. Mach ich morgen. Wir können nämlich ein Square... Ist das Ding bei Demo-Szenern sehr beliebt? Kann ich mir jetzt irgendwie vorstellen, weil die ja... Keine Ahnung. Meistens keine arbeiten Ahnung. Die ja... Also das ist ja, was eine Demo auch macht. Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Ja. Ich habe jetzt hier, also das Include können wir uns jetzt natürlich sparen, das benutzen wir ja auch gar nicht mehr. Und das heißt, hier habe ich jetzt das 2D-System benutzt, also das erzeugt uns jetzt ein Quadrat mit der Kantenlänge 10 auf 10. Ja, das habe ich mich auch schon gewundert, warum das eine Höhe hat. Das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Das recherchiere ich noch. Vielleicht habe ich auch einfach hier das hier vergessen. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Ey, bringt mich hier mal nicht so in Verlegenheit. Mach mal die eckigen Klammern wieder weg und gib einen dritten Parameter 1 an. Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Nee. 10, 10. Egal. Wir lassen das jetzt so. Oder wir machen es besser. Ah, das hat auch eine Höhe. Ja, okay. Jetzt, normalerweise sollte das zweidimensional sein. Egal, macht nichts. Wir haben also dieses zweidimensionale Objekt und können jetzt mit dem Befehl zur linear extrude eine Höhe angeben, sagen wir mal 50. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und siehe da, wir haben das jetzt hoch extrudiert auf 50 mm. Ja, Applaus! Aber die Linear Extrude Funktion hat noch einen anderen Parameter, man kann nämlich Twist angeben und dann den Winkel, sagen wir 360 Grad. Ja, es ist ziemlich trist, was ich hier twist. wieso tut er es nicht? Moment. Circle zu twisten ist, glaube ich, ziemlich unlustig. Nee, normalerweise dreht er sich um die Achse. Ja, macht er ja. Nee. Square. Ne, ich glaube, ich habe hier irgendwas verbockt. Ja, das U fehlt. Mach mal das U noch rein und mach dann noch einen zweiten Faktor. Ich bin nervös, merkt man es. Ah, jetzt, okay. Er hat es jetzt extrudiert und um die Achse gedreht. Da ich 360 Grad angegeben habe, ist er jetzt genau 50 hoch und endet hier mit dem Punkt wieder hier, wo er hier begonnen hat. Wir könnten natürlich jetzt auch bloß um 90 Grad das Ding drehen und dann sieht das Ganze so aus. Ja? Sieht schon fast aus wie ein Pony. Ja, stimmt. Noch 4 von den Teilen. Aber ich mache jetzt keinen Pony. alternativ gibt es noch die Möglichkeit, DXF-Files zu importieren, wenn sie keine Polylinien haben. Und das ist blöd. Aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass das dann wohl demnächst kommen soll, dass danach Polylinien interpretiert werden können. Und so können wir uns halt eine Zeichnung erstellen, zweidimensional, können die dort inkludieren und dann extrudieren. Ja. Es gibt noch den Befehl, also außer Linear Extrude gibt es dann auch noch. Aha, wie hieß der Befehl? Rotate Extrude, genau. Rotate Extrude. Wir geben jetzt keine Höhe an und wir geben auch keinen Twist an. Und wenn wir das jetzt machen, dann macht er uns so einen Fladen. Und wenn wir jetzt noch einen Translate dazu bauen. Jetzt. Und zwar verschieben wir es mal auf die Z-Achse. Und rendern das Teil. Und wir haben eine Unterlagscheibe. Wunderbar. Genau, er nimmt das Quadrat, genau, dreht es hoch und rotiert es um die Achse. Und durch dieses Translate verschieben wir es, also er nimmt das Quadrat, stellt es hoch, verschiebt es auf der Achse und rotiert es dann. Wenn wir das Ganze jetzt mit einer... Siehst du ja, dass du es auf der Z-Achse gemacht hast? Nein, auf der X-Achse. Gut. Weil wir gehen... Die Befehle werden nacheinander abgearbeitet. Das heißt, zuerst wird das
das Square erzeugt, also von unten nach oben Square erzeugt, dann wird es verschoben und dann wird es rotiert. Wenn wir jetzt hier ein Circle machen und machen hier mal 20 und machen hier ein 15, dann müssten wir eigentlich einen astreinen Donut kriegen. Donut. Ja, okay, astrein nett. Ja, das sieht schon mehr nach einem Donut aus. Ja? Kann man so ein Potato-Extrude-Ding dann auch noch so twisten? Kann man bestimmt. Mach mal. Du meinst hier dann nochmal ein... Nee, das geht hier nicht. Also wenn, dann müssten wir es hier als Parameter agieren. Wir können es einfach mal probieren. Und dann machen wir hier wieder unseren... Square. Gucken, ob es funktioniert. Nee, hat nicht funktioniert. Geht vielleicht, aber keine Ahnung. Ich kann euch auch mal vielleicht am praktischen Beispiel zeigen, wenn ihr noch wollt. Wenn nicht, mach ich was. Okay. Aber das ist ein bisschen zusammengefrickelt, was ich hier habe. Das macht dieses tolle Teil hier. Das ist die Zugentlastung für unsere Tischdeckdosen. Was ich dann besonders faszinierend finde, weil das ist so das was mich total so arg reizt. Wir haben ein Problem, wir brauchen eine Lösung, wir schreiben uns ein kleines Skript, drucken es uns aus und haben hier einen Teil von der virtuellen Welt in die reale Welt überführt. Das ist jetzt diese Zugentlastung, die hat hier zwei Bohrungen, die sieht man hier und hier. Hier hat sie noch ein paar Löcher für Kabelbinder. Und hier oben wird das Kabel dann durchgezogen. Jetzt sieht man auch klar, wozu man die verschiedenen Funktionen braucht. Hier ist wieder unsere Struktur, die ich vorhin erwähnt habe. Wir nehmen diese zwei Unions und verschneiden die miteinander. Also das hier erzeugt die Bodenplatte, 40 mal 40 und 1,5 hoch. Dann schiebe ich oben drüber nochmal einen Cube. Das ist der hier, der die Bohrung verstärkt. Der hier. Der. Und oben drüber nochmal ein Cube in die andere Richtung, der verstärkt hier diese Röhre. Und dann kommt auch schon die Röhre. Und hier unten drunter schneide ich dann die Röhre aus, mache diese beiden Schlitze für die Kabelbinder. Und die Oberkante, das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt so machen, aber die Oberkante habe ich einfach einen fetten Würfel drüber gesetzt. Und dann schneidet er die Oberkante ab. Und da das Modul dann hier fertig ist, kann ich hier trotzdem noch Teile anbauen, obwohl die Oberkante hier jetzt schon abgeschnitten ist. Weil ich mich dann außerhalb von diesem Union bewege. Da gibt es auch noch ein kleines Problem. Ihr wundert euch vielleicht, warum hier minus 0,1 steht und 0. Und hier minus 1. Ich ändere das einfach mal ab. Und rendere das nochmal neu. Das ist so ein typischer Fehler, den man hat. Hier bleiben Kanten stehen. Also keine Kanten, sondern Flächen bleiben hier stehen. Das ist, weil OpenSCAD ein Problem damit hat, also Objekte, die sich Flächen teilen, zu subtrahieren. Deswegen sollte man das vermeiden, indem man das andere Objekt einfach ein Stück größer macht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist. habe ich noch was? Ah ja, genau. Dann gibt es hier drin noch diese beiden Halterungen. Die sind hier gemacht. Dort habe ich jetzt genau das gemacht mit diesem 2D-Subsystem. Und zwar habe ich ein Polygon gezeichnet. Das heißt, es geht von 0 los, dann so ein Stück hoch, dann rüber, ein Stück runter und dann wieder noch 0 zurück. Hab das extrudiert auf 1 mm, hab's gedreht und dann an die richtige Position geschoben. Und das baut er hier zusammen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum diese Teile nicht abgeschnitten sind, wo doch hier dieser Zylinder drin ist, der dieses Teil dann wieder hohl macht, weil es davon subtrahiert wird, das liegt daran, dass ich jetzt außerhalb von dem Union hier die Zugentlastung zuerst zeichne und dann diese beiden Halter nachträglich hier mit einzeichne. Da gibt es dann auch coole Möglichkeiten. Man kann sich dann zum Beispiel dort, wo man das Teil zusammenmontiert, könnte man sich hier unten jetzt noch ein paar Variablen reinschreiben und könnte dann Strings vergleichen und könnte sich eine Explosionszeichnung oder wieder zusammengebaut
das Teil anzeigen lasse. Genauso funktioniert es dann auch mit Animationen. Also man kann dann einzelne Steps definieren und er animiert das dann, indem er dann halt einen Zähler hochzählt. Was kommt da dann raus als Animations? Ja, je nachdem, was du halt programmierst, wenn du jetzt hier unten, also wenn du die Methode für die Animation schreibst, dann hast du einen Zähler, der zählt hoch und den wendest du mathematisch irgendwo an deine Bemaßung an und dann tut das Objekt halt irgendwas, es wächst oder es explodiert und fügt sich wieder zusammen. Ja, was aber ich meine, wie sieht das sozusagen die Animation, also das Rendering, was kommt dabei raus? Ein Video, glaube ich. Keine Ahnung. Okay. Frag mich doch nicht solche Sachen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Kann ich euch vielleicht nächste Woche was dazu erzählen. Ja, soweit wäre ich dann durch. Also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen hättet, wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, die zu stellen. Kann man damit auch irgendwie so, ich sag mal, Gesichter oder irgendwelche amorphen Sachen machen mit dem OpenSketch? Schwierig, oder? Also können tut man das schon. Ist schon klar. Aber das ist eigentlich eher ein Fall für so ein 3D-Modellierungsprogramm, nicht für ein 3D-CAD-Programm. Okay. Also mit CAD ist halt, das ist ideal geeignet, um irgendwelche Maschinenteile oder Teile mit relativ genauer Bemaßung zu machen. Natürlich könnte man jetzt auch ein Gesicht machen, man kann die Daten nachher reinladen und kann sich dann Gitter erzeugen. Das geht alles, aber das will man nicht. Also nicht so. Okay. Kommt drauf an, wie gesagt. Also die Demoszene macht sich das schon zunutze, dass sie. Die können deshalb so klein werden, so Demos, so 64 kW, weil sie halt von so Würfeln und Sphären ausgehen und das dann halt live berechnen zu 3D-Modellen. Und die machen ja auch durchaus echte Modelle, also menschliche Gesichter oder Figuren oder sonstiges. Okay, also es ist da wahrscheinlich ein ziemlich hoher mathematischer Aufwand in deinem Algorithmus, der dir das dann berechnet. Ja, das in der Open-Source-Szene ist das, oder in dieser Maker-Szene ist das Tool extrem beliebt. Ich schätze mal, es liegt an der Portabilität und an der Möglichkeit, Libraries zu erstellen. Es gibt Libraries zum Beispiel für Gewinde. Dann erzeugt man sich einen Zylinder und die Library schraubt am automatischen Gewinde drumherum mit eingegebener Steigung und alles Mögliche, ja. Ja, weitere Fragen? Slicen machst du dann nächste Woche, oder? Slicen mache ich vielleicht nächste Woche, wenn es nicht jemand anderes macht. Noch jemand? Nichts? Alles klar, dann viel Spaß mit euch nächste Woche. Fertig.